Jojo, nimmst gerade auf, oder? XD. Ja, ich nehme gerade auf. Hallo Leute und willkommen back zu Metro 2033 Part 20. Also Part 20 für alle Nicht-Englischkönner. Ich kann auch kein Englisch. Und zwar beim letzten Part. Was haben wir beim letzten Part gemacht? Ja, wir sind aus einer Station heraus wieder in die tote Stadt, in die Moskau-Stadt und befinden uns gerade wahrscheinlich in so einer Art, weiß ich nicht, Faschisten-Hauptstationspunkt, Vorposten, keine Ahnung. Auf jeden Fall befinde ich mich gerade vor dem Dach, auf dem Dach, nicht vor dem Dach, auf dem Dach, werde nun gleich runterspringen und dort befinden sich Fallen. Und ich wurde angegriffen. Alter, das war echt mies. Das war so mies. Ich habe mich so erschrocken gerade. Schade, dass ich dir dadurch keinen Headshot verpasst habe. Scheiße, ich glaube, die kommen hier immer wieder, die Viecher. Also deswegen werde ich jetzt einfach mal hier weitergehen. Ich muss aufpassen. Kann sogar sein, dass die Viecher die Bomben auslösen können. Das will ich natürlich nicht ausprobieren. Ich glaube, ich muss hier weiter. Aber ich werde versuchen, diese Bombe auszulösen. Geht das? Stirb. Ich glaube, ich kann die Bomben auslösen, wenn ich sie mit einer anderen Bombe dafür auslösen muss. So. Ja. Das hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Nein. Genau diese Ding, was hier vorne liegt, das muss auch weg. Ja, was? Wieso? Was zum... Leute, und mein Wecker ist nicht an. Was war denn das jetzt? Ich bin so schlecht. Komm, jetzt. Ach Mann, was soll denn das? Denn lasse ich den Raum weg. Aber da sind hundertprozentig irgendwelche tausenden Wertsachen und so. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich glaube, hier kommt keiner jetzt weiter. Und hier ist diese Blutspur. Jetzt gehe ich hier lang. So. Hier. Lass mich durch. Ach, das ist schon wieder dieser eine Typ, ey. Und da ist irgendwo noch einer. Hier sind zwei, drei Mann oder so. Genau. So soll das sein, wie in einem Bilderbuch verfasst oder so. Ich habe manchmal stockt das Spiel ein ganz kleines bisschen. Das ist ein bisschen wunderlich, aber Metro soll also die Anforderungen von Metro sind ziemlich hoch. Obwohl dieses Spiel schon, sagen wir mal, jetzt Jahr alt ist, muss es sein. Ich habe keine Ahnung gerade. Oder auf jeden Fall ist dieses Viech, dieses. Egal, ich renne einfach mal weiter. Das ist. Töten. Oh, sind mehrere. Nicht gut. Ich renne. Oh nein! Oh, ich habe das nicht mal beruhigt. Leute, ich mache jetzt hier einen Cut und warum funktioniert mein Wecker nicht? Will er mich verarschen? Ja, ich mache hier einen Cut, gucke, wie viel Zeit schon vergangen ist. Mein Wecker, der funktioniert gerade irgendwie nicht. Und wenn ich weitermache, also wenn ich den Cut wieder wegmache, bla bla bla, dann habe ich diese Passage geschafft und wir können weiter. Gut, bis gleich. Ich habe Cowboy bekommen, Errungenschaft, damit ihr es seht. Ich mache hier nachher gleich. Okay. So, weiter. So, ich jetzt wieder aufzunehmen. Bis gleich. So, Leute, weiter geht's. Ich habe es geschafft. Und diese dreckigen, komischen... Genau, diese fliegenden Viecher greifen mich die ganze Zeit an. Tja. Scheint leer zu sein hier, also ja, mal gucken, ob man hier noch was Sinnvolles findet. Ne, nicht wirklich. Man hört nur diese Viecher ganze Zeit. Ich muss aufpassen, dass sie nicht eventuell noch irgendwo anders fallen liegen. Das könnte mal eben sein. Aber ja, naja, mal gucken. Ich glaube, ich muss hier hoch. Ich glaube, hier kann ich Sachen. Nee, doch nicht. Ich glaube, ich muss irgendwo lang. Ich weiß nicht, wo lang. Ich traue mich gerade auch nicht richtig, hier stehen zu bleiben. Von hier komme ich.
Oh. Ah. Hier geht's rein. Was macht er? Bullies, wir sind die Kinder des Untergrunds. Wenn Sie dies hören, bedeutet das, dass unsere Station von Mutanten überrannt wurde. Und der Überbringer der Nachricht ist der letzte Überlebende der tapferen Männer, die die Evakuierung gedeckt haben. Ihr müsst die Tunnel zerstören. Die Luftschleuse wird nicht lange halten. Ich bin Kommandant Maxim Komarov. Ende und aus. Ach so, ja, stimmt, da war ja was. Ja, das so, war sozusagen eine Nachricht an die übrigen Polistationen. Ja, keine Ahnung, wie die heißen, oder Metrostationen. Dass halt diese ganzen, dass die Viecher halt alles putt gemacht haben und die das alles jetzt in die Luft bringen sollen zur Sicherheit. Ich muss hier lang, oder wie? Oder, hä? Oh Mann! Ja, komm, fick dich. So, ich geh jetzt einfach hier runter. Okay. Ja, also hier war ich ja schon. Jetzt habe ich aus Versehen. Egal. Ach, die habe ich hier noch gar nicht so ihres Eigentums entmächtigt. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt machen? Wie war das mal? Ah ne, falsch rum, so. Bewegen Sie sich zur schwarzen Station und suchen Sie Ullmann. Okay. Wird gemacht. Ach so. Ich habe gerade, Entschuldigung, dass ich gerade so plötzlich rausgegangen bin. Ich habe vergessen, den Sound leiser zu machen. Also, ups, jetzt sind die ersten paar Minuten ziemlich laut, aber es wurde ja nicht viel geredet oder so. Ach man, wo soll ich jetzt lang hier? Das ist doch hier völlig für den Arsch. Da lang, ja, denn hier lang. Ach so, ah, okay, habe ich gar nicht gesehen. Nee. Hä? Ich sollte. Hä? Will der mich verarschen? Der schickt mich hier kreuz und quer durch. Vielleicht muss ich doch von hier irgendwo. Ich blick gerade echt nicht durch. Wieder ein Scheiß hier, echt. Vielleicht muss ich ja doch oben lang. Der sagt mir, ich soll hier lang. Und hier. Und hier. Denn hier. Hier entlang. Und dann hier. Vielleicht muss ich einfach noch ein bisschen weiter runter. Ich hab grad den Alarm. Wer zum Teufel ist da? Wer kommt da? Ein feindlicher Späher! Lasst ihn nicht entkommen! Cool. Ich hab wohl anscheinend jetzt den Alarm ausgelöst. Aber von wo? Wo sind die? Leute, ich bin verwirrt. Hier geht zumindest runter. Der sagt mir, da unten muss ich auf jeden Fall rein. In die untere Etage. Aber wie komme ich? Upsa, wie komme ich da hin? Ich, Moment.
Los. Los. Ja, da war auf jeden Fall gerade ein Ladeding. Ah, toll. Wow. Ist das schlau. Wie komme ich da unten rein? Ne, obwohl, da unten kann ich. Ah, Leute, ich mache einen Schnitt und, ne? Bis gleich. Ach ne, obwohl, der Part ist sowieso jetzt vorbei. Gut. Dann, nicht wundern. Also bis zum nächsten Part denn. Und dann werde ich unten sein. Ich zeige euch dann nochmal kurz, wie ich da runtergekommen bin. Und ja, bis dann.